Servus, grüßt euch. Ich zeige euch einfach eine Verlegung, die man jetzt in 3D in Alpine 24 ohne einen zusätzlichen Schnitt tätigen kann. Als erstes schauen wir natürlich in den Optionen, ob wir die 3D-Bewährung aktiv haben. Das geht über diese Checkbox unter Bewährung. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir einfach okay. Und dann kann man mit einer Stabbewährung anfangen. Wenn ihr noch keinen Assistenten habt, noch keinen eigenen Bürostandard, dann müsst ihr natürlich viele Sachen einstellen. Ich für meinen Teil habe halt meinen eigenen Bürostandard und habe hier meine verschiedenen Layer und meine verschiedenen Attribute angefügt, damit ich am Schluss was auswerten kann. Wenn ihr auch sowas braucht oder sowas haben möchtet, dann meldet euch gern unter der E-Mail info at subgrade.academy und dann kommen wir in Kontakt und dann werdet ihr sehen, dass ihr einen eigenen tollen Bürostandard haben könnt mit meiner Hilfe zusammen. Ansonsten, ja, müsst ihr jetzt in die Stabform gehen. Wir haben aber jetzt in den Eigenschaften gesehen, hier haben wir den Layer ARSTB, also Stütze Beton, der stimmt überhaupt nicht. Da wählen wir natürlich was Gescheites aus. Geben wir mal RU ein für Rundstahl. Weitersuchen. Ach komm. Das klappt mal alles zusammen. Ingenieurbau, Rundstahl. So. Und dann sagen wir einfach mal, das ist Rundstahl allgemein. Und dann sagen wir okay. Und jetzt können wir damit anfangen, die Stabform zu verlegen. Wir nehmen mal ein 12er Eisen. Machen wir hier so einen L-Stecker hin. Bietet sich jetzt hier gut an. Wir Durchmesser 12. Dann brauchen wir aber die Schwenkellänge von 75 cm, dass wir hier von 4 50 cm aus schon. Ja, hier haben wir ungefähr 25. So gehe ich aber immer. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Und ja, gut, wir müssen dann bis hierher übergreifen mit die 12 Eisen. Passt schon. Also alles gut. 0,025. Es kommt jetzt darauf an, ob man noch die Betondeckung und die ja, möglichen Kuhmatten mit einbezieht. Also müssen wir eigentlich noch einen Zentimeter weiter rein, dass wir zumindest die 8 mm von einer so einer Kuhmatte da noch reingehen. Also ich gehe auf 3,5 in dem Fall. Also 0,035. Auch das gebe ich hier in der zweiten Betondeckung ein. Oder einfach auf Betondeckung gleich mit dem Haken, wie ihr wollt. So, jetzt starte ich hier und sag mal, dieses L-Eisen soll in der Form hier erscheinen. Ich escape hier zum Beenden und sage wunderbar. Jetzt kann ich das Ganze beschriften. Hier im Beschriftungsbild kann ich natürlich auswählen, was ich alles beschriften möchte. In dem Fall brauchen wir Positionsnummer. Wir brauchen keine Stückzahl, wir brauchen aber den Durchmesser und wir brauchen den Abstand. So, Abstand haben wir noch 0. Warum? Weil wir noch gar nicht verlegt haben. Jetzt wollen wir das Ganze verlegen in der Animation. Dazu müsst ihr auch mal dieses Fluchtnein haben. Ansonsten kommt jetzt gleich eine Fehlermeldung. Da hier. Wenn Fluchten ausgeschaltet ist, ist der Eingabe. Der verlege gerade nur in der Grundrissansicht möglich. Ich verstehe den Satz gar nicht richtig. Ich weiß gar nicht, ob das. Aber gut, wir nehmen von hier bis hier den Lauf und jetzt sehen wir, dass das Ganze hier wunderschön verlegt wird. Ich probiere es jetzt mal aus. Warte mal, ich escape mal, mache nochmal rückgängig. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal verlegen, aber diesmal mache ich den Bewegungsmodus an, ob es dann auch funktioniert. Also nochmal auf das Eisen klicken, hier. Und ja, im Bewegungsmodus können mich diese Punkte nicht greifen. Das haben wir schon gedacht. Deswegen immer schauen, dass der Navigationsmodus deaktiviert wurde. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert, wenn die Perspektive an ist. Das dürfte eigentlich schon funktionieren. Allerdings könnte es sein, dass er euch die Punkte nicht gescheit greift. Aber in dem Fall hat es gut geklappt. Was haben wir für einen Abstand gewählt? Das ist natürlich Schwachsinn. Machen wir 15 cm. Ich würde ja auch empfehlen, in die Animation hier den roten Stift zu aktivieren und hier die Kanten anzeigen zu lassen. Da tut ihr euch viel leichter, als wie wenn ihr das halt einfach nur so grafisch darstellen lasst. Natürlich alles hier durchsichtig machen, die ganze Oberfläche. Wenn ihr mich jetzt nix seht, weil ja die Oberfläche einfach zu hart ist, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Ich schließe das Ganze jetzt mal. Wir haben einmal die Objektpalette. Wir können hier reingehen und zum Beispiel hier auf Gewerkschaft gehen. Zum Beispiel. Oder nach Material geht genauso. Dann holen wir uns hier diesen Würfel und den schalten wir jetzt transparent. Dann ist das Ganze transparenter. Ich mache das allerdings nicht so. Ich mache die Transparenz hier auf 0. Dennoch seht ihr, dass meine Oberfläche irgendwie transparent ist. Dazu einfach den Navigationsmodus wieder aktivieren. Auf so eine Wand einen Rechtsklick machen. Dann freie Oberflächen an 3D-AR-Elemente zuweisen.
Dann haben wir hier den Orbiton Surf, also die Surface, die Oberfläche. Den können wir mit dem roten Stift, wenn wir wieder mit dem Mouse over hier gehen, können wir den roten Stift hier anvisieren, Oberfläche ändern und dann können wir die Transparenzintensität hier verändern. Ich mache jetzt mal aus 0, dann sehen wir hier, ich sehe die Bewährung gar nicht. Was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Das hier beeinträchtigt das ganze Projekt und jeden Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich das einmal hier transparent einstelle, dann hat jede Oberfläche, die Orbiton Surf beinhaltet, ist jetzt transparent. In jedem Teilbild für alle Teilnehmer in dem ganzen Projekt. Das nervt manchmal die Modellierer und die nur Schalpläne erstellen und die Bewährungspläne erstellen, die brauchen das aber für die ganzen Einbauteile und Bewährungen, die müssen das transparent haben. Das hier ist aber nur für den Nutzer, das heißt, nur für den Nutzer ist das jetzt transparent. Aber da muss man halt ein bisschen oft spielen und wenn man wieder Altplan schließt und wieder neu startet, muss man das wieder neu machen. Und da ich keine Workgroup habe, da ich allein hier arbeite, brauche ich das nicht. Ich mache es immer so. Habe ich auch davor in der Firma immer so gemacht. Das war mir wurscht, wie laut die Schallplaner geschrien haben, denn ich mag meine Bewährung sehen. So, jetzt möchte ich zum Schluss nur noch eines prüfen, nämlich ich möchte jetzt die Stückzahl prüfen, ob die erste Verlegung schon ein Stück war oder ob jetzt genau diese Stückzahl rauskommt, wie wir es hier sehen. Dazu wechsle ich einmal hier in die Ansicht von vorne. Ich escape alles, verschiebe, also meinen Shortcut verschieben, klicke mit Linksshift einmal die lineare Verlegung an. Jetzt habe ich alle Eisen, die in dieser Konstellation zusammenhängen und jetzt gehe ich einfach mal einen Meter nach oben. Und ich sehe jetzt hier kein Eisen, das heißt, es wurde nur das hier verlegt. Also ist nicht noch eine zusätzliche Stückzahl dazugekommen. Ja, natürlich könnten wir das auch durchzählen und eine Legende ablegen. Legenden oder Reports. Wie machen wir es am liebsten? Ich mache hier am liebsten, also kein Zahlauszug, Legendenrundstahl. Und hier kann ich die Biegeform mitwählen. Standard Ingenieurbau, Stabliste, Biegeform. Wir können das Ganze assoziativ machen, das heißt, wenn wir irgendwelche Eisen hier ändern, dann ändert die Biegeform gleich, die Liste gleich mit. Das mache ich auch. Und was jetzt wirklich im 24er wirklich stark dazugekommen ist, das gefällt mir ganz toll, dass ich jetzt hier die Teilbilder einstellen kann. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich nur dieses eine Teilbild, das ich jetzt hier aktiv habe, die Bewährung auswerten. Das ist natürlich komplett das falsche Teilbild. Das war jetzt kein Musterbeispiel dafür. Ich sage jetzt einmal alle momentanen aktiven Teilbilder auswählen, sage okay. Und jetzt ist diese Biegeformliste nur für dieses eine Teilbild zugeschnitten. Das heißt, wenn ich jetzt noch zusätzliche Eisen von Geschoss drüber, drunter oder von der Decke einblenden würde, würde die Liste dennoch nur das von den Wänden ausgeben. So, jetzt seid ihr dran, ihr könnt das Ganze testen und schreibt mir, ob es geklappt hat. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.